So, da sind wir wieder bei Trine 2. Lass das Abenteuer beginnen! Wo sind wir? Wohin hat der Trine uns gebracht? Sehen wir uns etwas um und finden es heraus. Ja, und der Trine hat uns in irgendeinen Wald geworfen. Das war jetzt nicht beabsichtigt, da hatte gerade meine Wertetastatur wieder mal einen Hänger. Und ja, es sieht alles schon einmal ein bisschen anders aus als wie im ersten Teil. Nicht mehr so düster, sondern irgendwie ziemlich bunt und so. Und wir haben natürlich schon Ranken, mit denen wir uns rumschlagen müssen. So, da unten will ich hin. Da ist nämlich auf einer Kiste eine Erfahrungsfiole. Ja. Und da drüben ist auch noch eine. An die kommt aber leider nur Pontius mit seinem Hammer ran. Hä? Komisch. Dann versuchen wir es mal mit Abadeus, das aber... Nein, so geht das auch nicht. Das ist jetzt komisch. Ja, das ist der tolle Vorführeffekt. Dann fahren wir mit dem Baumstab etwas näher ran. Und rutschen runter. Jetzt hat's geklappt. So. Ich sag doch, ich krieg das hin. So, die Erfahrung einsammeln, die Fiole da runterholen. Und ja, es hat sich schon ein bisschen einiges geändert im Gegensatz zum ersten Teil. Okay, da kommen wir nur hin, indem wir hier ein bisschen schwingen wahrscheinlich. Ja. Und ja, das ist noch schwieriger als im ersten Teil teilweise. So, haben wir es geschafft. Und ja, aus diesen Dingern kann Abadeus, kann Pontius die... Ah, ich mach's einfach wie früher, ich sag der Ritter, so. Die Erfahrungsfiolen rausholen. Hier kommt Wasser raus und ja, hier haben wir eines der ersten neuen Rätsel. Und zwar müssen wir hier mit dem Blatt das Wasser zu den Pflanzen bringen. Dadurch wachsen hier große Pilze nämlich. So, und auf die müssen wir nur noch irgendwie drauf kommen. Wozu wir ein bisschen Soja wie die benehmen. So, und dann können wir hier ständig runterfallen. Und haben das erste Level ab. Jetzt können wir Tabulator drücken. Und ja, hier ist das neue Fähigkeiten-System, das ein bisschen anders ist als das vom ersten Teil. Und zwar gibt es jetzt nicht, ist es nicht mehr so, dass jeder Fähigkeitspunkte kriegt beim Level Up. Sondern die Fähigkeitspunkte verteilt werden. Soll heißen, ich habe einen Fähigkeitspunkt und ich muss jetzt entscheiden, wer den kriegt.
Zum Beispiel könnte ich Pontius ein Frostschild verpassen. Oder so, ja, Frostpfeile. Ich könnte Amadeus Monster durch die Gegend werfen lassen. Aber nee, das erste, was ich vergebe, ist, glaube ich, wirklich zwei Kisten. Der Zauber steigert seine Konzentration und die Existenz eines weiteren herbeigerufenen Objektes zu steuern. Dies ermöglicht dem Zauberer, bis zu zwei gleichzeitig existierende Objekte herbeizuzaubern. Und genau das Upgrade will ich als erstes. Jetzt können wir schon mal zwei Kisten herbeirufen, was das meiner Meinung nach Wichtigste ist. So, dann lassen wir mal hier drüben den Pilz wachsen. Wir haben Pontius. Dieses Wasser ist echt mächtig. Ich sollte mal versuchen, ob das auch bei Kartoffeln klappt. So. Das dauert wirklich nur ein bisschen, bis man es eingeschlagen hat. Geht nicht mehr alles mit einem Schlag wie früher. So, aber hier kommen wir ran. Wir lassen so gut wie möglich keine Erfahrungsfiolen aus. Auch wenn mir leider nicht mehr angezeigt wird. Aber wir können alle zurücksetzen. Wir könnten also die Fähigkeit neu verteilen lassen, aber nee, machen wir jetzt erst einmal nicht. Mir wird halt nicht mehr angezeigt, wie viel Erfahrungsfiolen es hier in diesem Level gibt und wie viele ich davon schon eingesammelt habe. Das ist also schon etwas schwieriger geworden als wie im ersten Teil. So, wieder ein Checkpoint und ab durch die Wand. Jetzt müssten hier gleich die ersten Gegner kommen. Eindringlinge! Ob wir wohl gegen die kämpfen? Hol deinen Piekser! Wir kochen den großen Dick an! Kobolde! Angriff! Hier sehen wir mich eigentlich eher wie Goblins aus. Aber gut, sie wollen Pontius kochen. Das können wir natürlich nicht zulassen. Aua. Wow, wir sind aber stärker geworden. Sind wir dafür hier, Kobolde zu... Eine einfache, unkomplizierte Aufgabe. Ich mag dich nicht. Also ja, unsere Gegner in diesem Spiel sind Goblins, die uns kochen wollen. Gut, zum Wissen. Und das hier ist auch ein einfacheres Rätsel. Dachte ich jedenfalls. Ich glaube, da müssen wir die Kiste weiter hier rüber. Jetzt stehe ich im Weg. Hier rüber schieben. So. Und können dann hier hochspringen. Genau. Und jetzt geht es hier schon wieder los mit sich irgendwo hochschwingen. Die Kiste hätte ich gerne. So, die wird nämlich hier drüben dann aufgespießt. Das geht doch immer. So wie im ersten Teil. Aua. Und hier war eine große Erfahrungsfiole versteckt. Spuckerpflanze. Das können wir direkt umleiten nach da oben. So spuckt sie nämlich jetzt auf den Boden. Und hopp. So, ein paar Mal da dagegen dreschen.
Und auf der anderen Seite war... Wechseln wir mal zur Diebin. War hier oben noch was? Können wir ja gleich mal gucken. Das sind ja nicht umsonst Stacheln zum Aufspießen. Ja. Sieht aber nicht so aus, als ob da oben noch was ist. Nö. Dann geht's mal hier in die Richtung weiter. Erstmal sind hier wieder Kisten, die wir zerdeppern können, weil da erfahren können. Die. Und da sind zwei Goblins mit einem Streich. So, da oben ist schon der nächste Checkpoint. Na. Ah. Und ja, die gibt es auch hier wieder, diese gemeinen Plattformen, die runterklappen, wenn man drauf springt. Und ich bleib dauernd hängen. Ja, der zweite Teil ist definitiv etwas schwerer als der erste. So. Hier ist das Rätselslösung ganz einfach. Springen auf den Stein. Und schwingen mit ihm ein bisschen und dann springen. So kriegen wir beide. So. Hier oben ist eine Lebenspunkte-Fiole, die brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Wir müssen uns erstmal gegen die Goblins wehren. Aua. Ich muss jetzt gegen die Goblins wehren. Ah. Das ging nicht gut aus. Gott, die habe ich nicht so stark in Erinnerung, die Goblins. Das war die Gesundheitsfiole. So, du da oben bist tot. So. Okay, man merke, bei Goblins vorsichtiger sein. Die sind auf jeden Fall stärker als Skelette. Hm. So, die kann mal dagegen spucken. Jetzt gucken wir mal, ob wir das da nicht irgendwie doch mit Pfeilen kaputt kriegen. Irgendwie nicht so wirklich. Da kommt sie leider auch nicht so wirklich. Aber da kommen wir ran. Weil wir lassen einfach das hier runterknallen. So. Und schon wieder ein Stufenaufstieg. Ja, ich würde ihm fast schon das Frostschild andrehen. Was bringt das Magnetschild? Ah, das ist lustig. Also erstmal Frostschild.
so frieren die Gegner nämlich ein, die ihn hauen. So, jetzt nimmt der Magier die Truhe noch. Stellen wir die da drauf. Jetzt müsste der Krieger hoch genug kommen, um das hier einzuschlagen. Wenn wir jetzt wieder hier die Truhe... Da oben ist auf jeden Fall ein Safe Point. So, hauen wir uns mal hier durch. Okay, da geht's nur runter. Ich bin aber... da hoch zu dem Checkpoint kommen. Ups, das war nicht so ideal. Das ist besser. Oh. Das war zum Glück nur der eine. Aber ich denke mal, hier oben geht's weiter. Deswegen bleibst du da, Kiste. Nein, hier ist nichts. Aber ich sehe gerade, ich bin schon längst wieder über den 15 Minuten. Also werde ich hier erst einmal wieder einen Cut machen. Bis gleich.